Pauli und Mietzi. Pauli und Mietzi, die streiten sehr viel. Aber letztes Mal ist das Ganze eskaliert. Der Pauli hat der Mietzi am Murzturm-Tätschen runtergehauen, dass ihre Brühen 10 Meter weit geflogen sind. Die Mietzi ist daraufhin in Pauli durch die Haare gefahren. Aber nicht mit der Hand, sondern mit dem Auto. Jetzt liegt der Pauli im Spital und wimmert leise vor sich hin. Die Mietzi sitzt bei ihm am Bett und warnt: Das tut mir ja so leid, Pauli, das hab ich nicht wollen. Ich bin halt auch jähzornig, so wie du, verstehst du das? Ich kann dich nur schlecht verstehen. Wer vom linken Uhrwaschel her nichts mehr, seit das rechte Hinterrad drauf stehen geblieben ist. Bis du da erschrocken bist und sogar auch abbremst hast. Ja, wenn ich nicht bremst hätte, wäre die Norm über die Triebe gefahren. Das war ja ein Glück im Unglück. Ja, ist schon gut, Mietzi. Es ist eh alles leibend. Ich hätte halt kein Watschen geben sollen, dass gleich die Brühen davon fliegen. Hörst, Pauli, wie meinst du denn das mit der Watschen und die Augenglaseln? Wenn mir die Augenglaseln nicht davon geflogen wären, dann hätte ich keinen Grund gehabt, dass ich die niederscheibe. Nein, Mietzi, so war ja das nicht gemeint. Ich meine nur, wir hätten uns beide ein bisschen zurückhalten können. Dann war es nicht so ausgegangen. Was heißt nicht so ausgegangen? Du bist doch derjenige, der immer gleich hinhaut. Du unnötiges Fraßsackel, du. Mietzi wirkt den Pauli mit der linken Hand und mit der rechten watschen sie ihm auf. Der Pauli schreit um Hilfe, aber die Mietzi hört erst auf, wie es von zwei Schwestern zurückgerissen wird. Zwei Wochen später sitzen die zwei wieder Hand in Hand am Sofa. Die Mietzi hat ihre Brühen nicht auf und der Pauli haut ihr keine Abe. Na, er streichelt zärtlich ihre Wangen und busselt so. Die Mietzi fährt ihm diesmal mit den Fingern und nimmt mit dem Auto durch die Haare. Knabbert sanft an sein tauben Uhrwaschel und die Welt ist wieder in Ordnung. Unerwartetes Erlebnis. Du, Pauli, was machen wir heute? Wie soll ich das wissen, Franz? Naja, du hast doch immer so gute Ideen. Durch dich habe ich meine erste Freundin in einen Häkelkurs kennengelernt. Durch die bin ich zum Fallschirmspringen gekommen. Na, Pauli, du bist ein Wunder an Ideen. Also was machen wir heute? Schau, Franzi, wir zwei haben schon alles erlebt, was geht. Bleiben wir heute daheim. Na, bist du gescheit? Bei so einem Wetter willst du daheim bleiben? Na, wenn du unbedingt was tun willst, dann sag du einmal, was wir heute machen. Na, du hast das so wollen. Ich sag dir, was wir heute tun. Wir gehen heute am Friedhof. Na, das wird eine Gaude. Na, bist du deppert? Am Friedhof werden wir eine Gaude haben. Du hast gesagt, ich soll einen Vorschlag machen. Jetzt hast du meinen Vorschlag. Na gut, ich bin einverstanden. Aber weh dir, wenn wir kein Hetz am Friedhof haben. Die zwei packen sie zusammen und gingen zum Friedhof. Na, wie ich mir's gedacht hab. Lauter Grabsteiner und traurige Inschriften. Hier ruht Karl Mayer, er war ein guter Vater, ein braver Ehemann und ein fleißiger Generaldirektor. Oder da, unvergessen, Hilde Gruber, eine unvergleichliche Großmutter, aufopfernde Schwester und hingebungsvolle Ehefrau. Ich möchte gern wissen, wo die Ungusseln begraben sind. Das war der Hetz, was bei denen am Grabstein steht. Hier liegt der Karl Wimmer, sein ganzes Leben war er schlimmer. Er hat geschlagen seine Kinder und betrogen seine Frau. Und beruflich wie privat war der Karl eine Sau. Aber wieso debattieren, was am Friedhof lustig sein könnte, stolpern sie beide über einen Sarg, der mitten am Weg liegt. Schau dir das an, Pauli. Jetzt haben die depperten Pompfineberer einen Sarg vergessen. Wahrscheinlich waren sie so angesoffen, dass sie selber in die Gruben geflogen sind und den Sarg haben sie draußen lassen. Was ist? Schau mal eine, ob einer drinnen liegt. Na, du hast vielleicht Ideen. Such mir lieber so einen Friedhofswärter. Der weiß sicher, zu wem der Holzpyjama gehört. Ich sei nicht so ein Angsthaus. Was kann denn schon sein? Entweder ist er leer, oder es liegt einer drin, der da eh nichts mehr tun kann. Na, du hast mich überredet dazu, mach ihm auf.
Na, gib mir den Taschenfeil, der Deckel sitzt fest wie aufgeschweißt. Ah, jetzt ist er offen. Na, gibt's denn das? Da liegt ja nackerte Frau drin. Und noch dazu liegt's am Bauch. Und so frisch schaut's aus. Man möchte gar nicht glauben, dass tot ist. Na, vielleicht ist gar nicht tot. Zwick's einmal leicht den Arsch, dann wissen wir gleich, ob's lebt. Du, ich trau mich nicht. Zwickst du. Zuerst wolltest du was Lustiges erleben am Friedhof und jetzt was Lustiges traust du dich nicht. Was macht man, wenn's nicht tot ist? Gerät nicht so deppert, zwick's endlich. Der Franzi fasst sie ihr Herz und greift ihr auf den kalten Hintern. Der Herr darf auch mir eine Stimme aus dem Sorg. Ja, du hast so große, warme Hände. Wer bist denn du? Und während der Pauli und der Franzi da stehen und deppert schauen, weil sie das alles nicht glauben können, sagt die Nackerte. Was ist denn los mit euch zwei? Habt ihr noch nie eine nackerte Frau gesehen? Der Tag ist ja noch jung, da können wir drei noch eine lustige Zeit verbringen. Darum gewöhnt euch alle eure vorgefassten Meinungen an. Wenn man offen ist für alles, kann man es überall lustig haben.